So, herzlich willkommen zu einer Runde Tag Off. Escape vom Tag Off. Ja, mal schauen, ob das ein Projekt wird oder nicht. Je nachdem, wie gut ich mich anstelle und ob ich nach einer Zeit noch Bock drauf habe. Aber ja, ich wollte das einfach mal anzocken und vielleicht kriege ich ja irgendjemanden von uns noch dazu, das zu zocken, weil dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. So. Ja, ich erkläre erstmal, was Tag Off ist, falls das jemand nicht kennt. Und dann können wir erstmal in eine Runde reingehen und hoffen, dass ich nicht sterbe. Ja, vielleicht gehe ich erstmal in eine Runde als NPC rein. Egal, das erkläre ich jetzt. So, also Tag Off ist, weiß ich nicht, schwierig zu erklären. Ist ein Loot-Shooter auf der Hardcore-Weise. Also man hat, ja, quasi hier einen Charakter. Und man geht dann quasi auf eine Map mit mehreren Leuten, 25 ungefähr sind es immer. Und hat dann quasi hier sein Equipment, hier den Stash, das Lager quasi. Und alles, was man hier dabei hat, nimmt man quasi mit. So, und dann geht man damit da rein und probiert halt Loot zu finden, Leute zu töten und dann halt zu escapen später, einen Escape-Punkt zu finden. Und ja, das ist das Spielprinzip. Das Problem ist nur, wenn du stirbst, verlierst du alles, was du dabei hast. Also auch das, was du mitgenommen hast. Außer das, was hier in dem Pouch-Container ist. Aber das ist nur so ein 2x2-Slot. Genau. Das macht das Spiel halt recht interessant, weil du richtig aufpassen musst. Kein Spielraum für Spielereien ist quasi. Also klar, wenn man geübt ist, bestimmt schon. Aber ich habe das Spiel vielleicht 2 Runden gespielt. Genau, und habe noch nicht wirklich Erfahrung und bin richtig schlecht. Sagen wir es so. Ne? Ja, auf jeden Fall hier hat man dann quasi Statistiken. Man muss gucken, dass man genug zu trinken hat, genug Energie hat und Leben, glaube ich. Genau, Leben kann man, glaube ich, mit Essen wieder auffüllen, wenn ich mich nicht täusche. Wasser halt mit Tränken. Könnte man mal gucken, ne? Ne, Energy füllt das auf, okay. Ja, gut. Ja, genau. Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht wirklich geübt da drin. Aber man kann ja mal schauen, ne? Tipps und Tricks könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr mehr Wissen habt als ich. Und natürlich gerne auch reinschreiben, ob ihr mehr dazu sehen wollt. So. Ja, genau, also wo ich stehen geblieben. Also es gibt halt, wie gesagt, den Charakter, den man mit reinnehmen kann und dann, wenn man stirbt, ist alles weg. Und es gibt den Modus, hier. Und es gibt den Modus Scav. Also PMC ist quasi sein Main-Charakter, den kann man leveln. Man hat hier quasi auch Skills, die man levelt, indem man einfach die Aktivitäten hier durchführt. Wenn man jetzt, keine Ahnung, viel mit der Pistole spielt, levelt sich das. Viel mit der SMG, levelt sich das. Wenn man viel Leben verliert, glaube ich, keine Ahnung, oder sich viel heilt oder so. Ja, keine Ahnung, glaube schon. Ja, dann leveln sich diese Skills quasi und man hat hier ein Level, was jetzt, glaube ich, nicht so relevant ist, wenn ich ehrlich bin. Genau, Maps und sowas. Ja. Soweit so gut. Dann hat man hier Traders, mit denen man handeln kann. Die bieten alles Mögliche an Stuff an. Man hat hier eine Währung oben. Man kann dann quasi shoppen auch oder Sachen verkaufen, die man findet. Weil man hat ja, wie gesagt, ein begrenztes Lager hier. Ja. Genau, hat man auch noch Missionen für die. Genau, hier so Missionen, die ich angenommen habe. Genau, und der Flea-Markt ist quasi von den eigenen Spielern, also von den Spielern von Tarkov. Da hat man quasi. Ja, wie soll man sagen, so einen eigenen Markt, wo die Sachen verkaufen können und man handeln kann. Genau, ja. Ich glaube, das ist so in Kürze alles erklärt. Das hier sind einfach nur, glaube ich, ja, das vielleicht noch so. Genau. Ja, dann hat man hier noch ein Hideout, das ist quasi sein kleines Lager, was man upgraden kann noch. Das ist quasi so ein bisschen Bausimulation in Anführungszeichen. Das ist eigentlich recht einfach gehalten. Man hat halt hier einfach seine Sachen, die man aufleveln kann. Und dafür braucht man halt verschiedene Gegenstände, die man halt aus diesen Raids, die man dann quasi mit seinem Charakter bestreitet, mitnehmen kann. Und dann kann man hier Sachen verbessern. Zum Beispiel hier kriegt man seinen Stash größer. Oder
bei der Shooting Range, keine Ahnung, unser Bild, da kann man quasi seine Munition und seine Waffen testen, alles Mögliche. Ja, das stell ich mir halt recht cool vor. Ich weiß noch nicht, ob mich das Spiel packt, aber das wollte ich einfach mal ein bisschen teilen. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gelabert, jetzt gucken wir mal rein. Zuletzt noch, man hat halt hier die Wahl zwischen Scav und PMC, und PMC ist der Main-Charakter, und Scav sind quasi die NPCs. Es gibt einmal NPCs, die wirklich NPCs sind, die im Spiel auftauchen, und man kann selbst als NPC quasi reingeladen werden. Da hat man eine vorgefertigte Ausrüstung und kann quasi damit quasi die Reste plündern. Also man spawnt mitten in der Runde rein. Wenn man da muss man natürlich trotzdem überleben und kann dann halt die Reste plündern und kann man, ja, wie soll man sagen, quasi dann so ein bisschen den Rest wegkehren und dann halt schnell abhauen. Genau. Ja, und ich glaube, ich würde eine Runde mit Scav spielen tatsächlich. Obwohl. Nee, komm, um das volle Erlebnis zu finden, machen wir PMC. Da ist es quasi auch eigentlich der Hauptmodus. Genau. Jo, dann gucken wir mal kurz, was ich dabei habe. Nicht, dass ich irgendwie zu viel mit habe. Genau, hier fängt schon an. Ich habe zu viel Waffen. So viel will ich jetzt nicht opfern, falls ich hier drauf gehe. PP1901, da sollen wir direkt die Munition. Das Spiel ist auch sehr komplex. Also man hat Munition, man muss die Kugeln in der Munition, man hat hier, wenn ich hier mal open mache, hier auch open. Nee, hier war es nicht. wo ich es hingepackt. Hier rein, glaube ich. Genau, man hat hier Kugeln, die man halt in diese Hülsen erst reinpacken muss und so weiter und so fort. Und ja, da blicke ich halt überall noch nicht durch. Also falls ich Fehler mache, tut es mir schon mal einen Voraus leid. Ja, okay. So, ich glaube, ich nehme das mit. Das hier bleibt ja eh safe. Das sind Medikamente, die braucht man halt, wenn man angeschossen wird. Ist halt auch recht realistisch gehalten, würde ich mal jetzt spontan sagen. Ich bin jetzt kein Biologe. Aber man muss sich halt verbinden. Man muss, keine Ahnung, wenn man sich so eine Schmerztablette einwirft, Analgin ist das in dem Fall, glaube ich, dann hältst du quasi ein bisschen länger durch und so. Ohne dass du quasi direkt erblindest oder sowas, keine Ahnung. Ist mir alles noch nicht passiert, ich bin so gut wie immer direkt gestorben oder halt rausgekommen. Jo, genau. Alles klar, ich glaube, das ist ein gutes Equipment. Dann probieren wir es mal aus, ne? So. Gehen wir in Customs, das ist die einzige Map, die ich schon gespielt habe. Und ich mache mir nebenbei eine Karte auf, damit ich weiß, wo die Ausgänge sind. Das ist online, habe ich mir einfach eine Karte aufgemacht dafür. Dann gehen wir 9 Uhr morgens, fast 10 rein und suchen mal. Genau, man kann hier einmal noch offline antreten, aber nie. Oh wait, warte mal, stopp, jetzt fällt es mir gerade auf. Ich habe ja gar kein Backpack dabei. Ja, obwohl, aber ich kann hier noch Stuff reinpacken. Lassen wir es erstmal so. So, ready. Jo, ich lasse es uncut, einfach weil ich keine Lust habe zu schneiden. vielleicht cutte ich das jetzt hier noch raus, aber weiß ich noch nicht. Ja, die Ladezeiten sind halt ein bisschen, wie kann man sagen, ein bisschen länger. Aber ja, ich glaube, das ist nicht schlimm. Genau. Man hat hier quasi die Auswahl gehabt zwischen zwei Typen. Es ist ja quasi Escape from Tarkov, spielt ja quasi in Russland, ne? Würde ich jetzt mal spontan sagen. Tarkov klingt russisch. Und Bier und Jusek, genau, hier ist Jusek angezeigt. Und Bier ist quasi meine Person, die ich ausgewählt habe. Bier ist von, genau das hier. Bier ist von den Russen, das steht hier nochmal. Und Jusek ist quasi Amerika, meine ich. Weiß ich nicht, steht hier nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht steht es da auch, ich enthalte mich einfach. Genau. Ja. Generell gibt es recht viele Maps. Ich weiß nicht, weswegen der jetzt rausgetappt ist bei mir. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. müsste aber. Jo. Generell gibt es recht viele Maps, die man auswählen kann. Aber ich glaube, so wie ich das zumindest bei Streamern gesehen habe, es gibt immer so die eine Map, die man so maint quasi. Oder so ein, zwei Maps. Und ich probiere mich gerade bei Customs, weil die recht einsteigerfreundlich sein soll. Wenn man einmal verstanden hat, wo lang es geht.
Und ja, die ist recht linear, soll die sein. Also man hat quasi einen Weg, den man folgt und da kriegt man quasi jeden Ausgang mit. Das ist eigentlich dann recht angenehm. Jo. Genau, jetzt wird das schon der Loot. Also wir haben schon quasi, glaube ich, eine Lobby gefunden. Jetzt müssen wir noch Spieler finden. Das dauert halt alles eine gewisse Zeit. Ich glaube, so eine Spielersuche kann schon so 5 Minuten dauern. Aber wir haben ja Zeit mitgebracht, ne? So. Ich hoffe auch, dass der Ton und alles stimmt. Ich hatte jetzt vorher ein bisschen probiert, rumexperimentiert. Aber jetzt zum Schluss habe ich dann gesagt, okay, müsste eigentlich passen. Ja, mal hoffen, ne? Aber auch lange nicht mehr aufgenommen, deswegen. Das wird alles hier ein Drama bestimmt. Ach ja. Ja, die Folge geht so lange, wie ich überlebe. Also entweder escape ich erfolgreich, dann geht die natürlich bis zum Ende. Oder eben, ja, ich sterbe. Dann ist die Folge auch direkt vorbei. Also ich denke mal, eine Runde ist ausreichend für eine Folge, weil die kann bis zu, sagen wir, 25, 35 Minuten, glaube ich, ne? Ich glaube, 25 hieß das da. Kann die gehen. Ich glaube, das ist eine gute Folgenlänge. Plus Erklärung erst noch davor. Jo. Ja, ihr könnt auch immer mal in die Kommentare schreiben, was euch gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann gucke ich mal. Vielleicht kann ich ja jemanden davon überzeugen, mich sich bei mir anzuschließen. Dann bin ich nicht so alleine. Man merkt auf jeden Fall die Spannung schon. Weil ist halt. Ja. Wenn du tot bist, bist du tot, ne? Ja, jetzt geht's los gleich. 17 Sekunden. Falls es irgendwie Lecks geben sollte oder so, tut es mir auch schon mal leid. Meine neue Grafikkarte ist unterwegs. So, oben sehen wir jetzt die Extraction Points. Die zwei, die keine Fallzeichen haben, sind die Points, die frei sind, also die man auf jeden Fall betreten kann, jederzeit. Und die anderen drei, die da steht noch aus, ob die offen sind, wann die geöffnet werden. Das weiß man nicht. Glaube ich zumindest, habe ich so verstanden zumindest. So, 013 ist der einen Schalter braucht, laut der Karte, das ist doof. 1011. Suche ich gerade mal, finde ich gerade nicht. Ui. Ja, geht schon gut los. Ich weiß auch noch gerade nicht, wo ich bin. Ah, ich bin bei der Brücke, okay. Dann weiß ich doch, wo ich bin. Ich glaube, ich gehe einfach kurz im Gebüsch, solange ich hier jetzt meinen Kram suche. Ich habe auch gerade die Schüsse, das ist halt nicht gut, hier lang zu gehen eigentlich, aber ich hoffe. Ich hoffe, der Ton ist auch nicht so laut, Alter. Eieiei. Okay, so, einmal kurz gucken. 1011, so ruhig. 1012, ganz am Arsch der Welt, natürlich. Einmal quer über die Map. Oh, geil. Ja, gut, ich mu muss in die Richtung. Und am besten nicht erschossen werden von dem Typ, der gerade übelst viel schießt. Ich glaube aber, zumindest für mich ist auch irgendwie ein bisschen zu laut hier alles. Ich mache mal ein bisschen den Ton leiser. Interface. So. So. Jo, jetzt aber. Los geht's. Da hoffen wir mal, dass wir auf keinen Menschen stoßen, weil tatsächlich kämpfen traue ich mich noch nicht. Ich hoffe. Ihr hofft wahrscheinlich, es gibt Action. Ich hoffe es nicht. Schauen wir mal. Ja, und da geht's los. Okay. Mal zurück. Es gibt schon Action. Ach Gott, ja, die Runde kann jetzt gleich schon vorbei sein, dann ist das eine kurze Folge. Ach, scheiße. Wo hat der geschossen von da hinten? Ich sehe ihn halt nicht. Er sieht mich wahrscheinlich schon, sonst wird er ja nicht schießen.
Scheiße. Oh, falls hier quatscht auch jemand. Man muss denken, es gibt auch. Oh, hier labert jemand. Sequenz vorne. Okay, sehr gut. Ich hoffe, das war der Einzige. So. Nein, natürlich war es nicht der Einzige. Okay, wir nehmen, Scheiße. Examen. So. Oh Gott. Alter, es ist halt einfach Adrenalin pur. So, eigentlich will ich jetzt nur noch escapen, weil das reicht mir schon eigentlich an Loot. Und an Action eigentlich auch. Scheiße. Ich muss nochmal quer über die Map schießen. Nicht schießen, laufen. Ja, es wird gut. Ah, ja, ja. Ich habe auch gesehen bei YouTubern und bei Streamern, dass man irgendwie nichts um das Interface anmachen kann. Das muss ich auch nochmal in Ruhe gucken. Weil das würde ich ja. Ah, ne, warum ist das plötzlich da? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Sehr gut. Scheiße. Eieiei. Oh, ich glaube, ich hab Schatten gesehen. Ich glaube, da ist ein Mensch. Ah. Ich schleiche mir einfach hier durch den Dschungel. Ich hoffe, dass mich keiner merkt. Eieiei. Ja, okay. Ich bin echt so ein Schisser bei sowas, aber. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Weil ich drauf zu gehen wäre halt echt dramatisch. Ich habe zwar jetzt nicht so viel mitgenommen, aber trotzdem. Man hat ja auch nicht so viel Kram am Anfang. Und wenn ich leiser bin, das liegt natürlich daran, ich möchte Steps hören. Oh mein Gott. Mein Gott, die Schüsse sind so laut. Die sind nicht für mich, oder? Ich hoffe. Oh je, da ist einer. Den habt ihr, glaube ich, gesehen bei dem grünen Kasten, oder? Ich probiere im Kon aus dem Weg zu gehen, aber vielleicht hat er mich auch schon im Visier gehabt. Dann ist natürlich RIP. Also nicht RIP, aber ich bin schon glücklich, dass ich eingetötet habe. Einfach so. Oh ja, da ist auch noch einer. Mein Gott, Alter. Das ist einfach ein Horrorspiel. Alter, ich höre nur Schüsse. Das ist schrecklich. Ich angle mich hier zu Busch. Ich bin so ein Buschspieler. Oh je, da hinten habe ich auch. Das Ding ist halt, dass es noch so weit entfernt bis zu diesem Kack-Exit. Und ich kann ja nicht zuordnen, irgendwie, zumindest noch nicht. Ich glaube, das kommt mit Spielerfahrung. Ob die mich anschießen gerade oder ob die mich probieren zu treffen oder eben nicht. Ist auch schon wieder super. Ich höre auf jeden Fall gerade nichts. Nichts ist immer furchteinflößend, weil es kann Jumpscares geben. Oder auch gut. Weil man dann gerade alleine ist. Und ich hoffe, ich bin gerade alleine. Okay, hier ist die Bahn. Wir sind jetzt bei der Hälfte ungefähr der Strecke. Heieiei. Also so eine Karte zu haben ist echt lebenswichtig. Oh je, ich höre Schüsse. Ich glaube, es war auch nicht gut, während es nicht auf Toilette muss, aufzunehmen. Ach, gut. Machst du nix.
Ey, hier ist Zaun. Wo komme ich denn durch den Zaun durch? Da muss ich zur Straße. Oh mein Gott, bitte nicht, Spiel, bitte. Muss ich noch einen durch? Ich hoffe nicht, oder? Ja, sieht gut aus, glaube ich. Oder? Oh. Ja, sieht gut aus. Ja, zum Glück kann ich darüber. Ja, und ich muss auch. Ja, obwohl, hier geht auch durch. Okay, wir sind bei der Gasstation. Das ist jetzt noch zwei Drittel. Hinter der Gasstation, wenn wir jetzt schon mal hier sind, ne? Müsste eine. So ein Cage sein, was nie geplündert wird normalerweise. Ja, das ist hinter der weißen Mauer. Okay, da weiß ich nicht, ob ich da langkomme. Ich glaube nicht. Okay, lassen wir es. Nicht zu viel Risiko. Ich bin schon glücklich, dass ich gerade einen Typen getötet habe. Das war wahrscheinlich nur ein Scav gewesen. So. Eieieiei. Ja, das ist, glaube ich, auch noch ein Skiff gewesen. Aber haben oder nicht haben, ne? Okay, da hat nichts Gutes dabei gehabt. Das nehme ich nicht mit, das Ding. Okay, egal. Weiter. Mein Gott. Scheiße. Scheiße, ich glaube, jemand hat mich im Visier. Irgendwo, ich sehe nicht. Also von da irgendwo, aber. Sehe nicht. Okay, der wird mich gleich so jumpscaren, wenn er von innen kommt, ne? Mein Gott. Ich weiß nicht, von wo er geschossen hat. Ich hoffe, das war weit weg. Dann kommt er nicht so schnell hin. Oh, hier ist auch einer. Okay, komm, den. Wollen wir uns kommen. Der lootet. Jo, alles klar. Nein. Ich war zu gierig. Ich glaube, der sah es so, als ob der mich gesehen hat. Ach, scheiße, als ob der mich mit einem Schuss oder so getötet hat. Ach, nee. Ja, gut. Ja, ihr seht, wie schnell es gehen kann. Ja, das waren zwei Skeps, das war kein Spieler. Und das, der mich gerade erschossen hat, das waren auf jeden Fall Spieler. Also, das können Spieler gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass es Spieler waren. Die haben jetzt nicht so gehandelt wie welche. Alter, Junge. Ein Schuss und tot. Ach nee. Ja. Jo, aber ja. Das Einzige, was man kriegt, ist ein Level. Der Rest ist weg. Das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt noch Anfänger bin, ich weiß nicht, wie lange das gilt, aber kann ich mich jetzt hier mit Stats und sowas, die ich habe, einfach alle für 0 Euro, 0 Rubel, glaube ich, sind das. Einfach alles fixen, dann habe ich das nicht matchübergreifend, das wäre noch schlimmer. Heieiei. Gut. Ja, das war eine Folge Tag auf. Falls ihr Fragen habt, gerne in den Kommentaren damit. Falls ihr wollt, dass ich mehr davon spiele oder vielleicht auch mit jemand anderem noch, auch gerne in die Kommentare. Und ja, das ist eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.